Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einem weiteren Projekt in der Rubrik Angezockt hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute die Demo von Fountain of Youth, oder wie das heißt? Fountain of Youth, genau. Ein Survival-Game, was nächstes Jahr rauskommen soll, 2023. Und ja, wir können jetzt schon mal hier einen kleinen Einblick uns gönnen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Ich brauche gar nicht viel groß rumlabern. Ich habe natürlich schon einmal kurz reingezockt und so, um halt die Einstellungen zu machen, damit das hier anschaubar ist. Und ich würde sagen, wir starten mit allem ganz normal durch. Tutorial lassen wir auch am Laufen und so, damit wir ein bisschen reinkommen. Let's go, Leute, let's go. Und viel Spaß. This story is inspired by real events. According to historic records, on March 4, 1513, three ships sailed from Puerto Rico. They were heading to faraway islands and were led by the famous explorer Juan Ponce de León. The goal of the expedition was to search for the legendary Fountain of Youth. It all began in Puerto Rico when Governor Juan Ponce de León gave military support to Indian chief Gaibana in the war against other tribes. Spanish soldiers quickly ended the war and restored peace. The grateful chief told Ponce de León an ancient legend of his people. A legend about Bimini, a hidden island lost in the sea. According to the legend, in the center of Bimini lies the Fountain of Youth. Anyone who drinks from it will get health and youth for many years ahead. Chief also gave him an ancient map covered with Indian inscriptions. The map showed an undiscovered group of islands. The location to search was clear, but inscriptions were still a mystery to uncover. The captain took faith in the Indian legend and began to prepare an expedition. The best scientists and sailors have volunteered to join this venture. Three ships, Santiago, Santa Maria, and San Cristobal, sailed off. Ponce de León was sure that the ancient map will lead them to the fountain and bring them fame, wealth, and eternal youth. The trip to the islands took almost a month. On the 30th day of the journey, the lookout spotted islands up ahead. The very islands from the map. The expedition was one day away from its goal. Früher Morgen. Wieso immer so früher Morgen? So gut, Leute. Starten wir mal durch. Zumindest gleich, sobald ich die Batterie meiner Maus gewechselt habe. Alles klar. Gut, wir sind hier auf dem Schiff. Und wir haben Bock, oder wir sind hier mit einigen Leuten unterwegs auf der Suche nach der Insel Bimini. Und auf der Insel Bimini soll es einen Jungbrunnen geben. Und den gilt es zu finden. Und ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, was auf uns zukommt. Wir sind drei Schiffe, wir haben hier Notiz des Seemanns, letzter Wille und Testament. Für den Fall, dass ich durch die Hand von Wilden oder an Altersschwäche oder aus irgendeinem anderen Grund sterbe, bevor der wundersame Jungbrunnen gefunden wird. Ich überschreibe der Heiligen Kirche mein Eigentum. Ein paar Stiefel, zwei Hemden, ein paar Hosen, sämtliche Unterwäsche und den Lohn, der mir zusteht, wenn die Expedition erfolgreich ist. Captain Ponce de León soll als Vollstrecker meines Testaments auftreten. Captain. So, Dude, Johnny Boy, du schläfst noch. Hast doch deinen Schönheitsschlaf. So ist es gut. Ich gehe schon mal ans Werke hier. So. Schauen wir uns mal so ein bisschen um, oder? Was geht hier so ab? Alle noch schön am Dösen, ne? Schicker Schnauzer, Rick. Schicker Schnauzer. Sunny Boy. Alle haben sich's hier gemütlich gemacht. Guck mal ihnen an hier. Ist das gemütlich? Na, ich weiß ja nicht.
Huch, ich bin hier auf ihn draufgetreten, Verzeihung. Das wollte ich nicht, aber die sind alle so in einem tiefen Schlaf. Da kann ich machen, was ich will. Schaut, ich kann einfach auf ihn drauflaufen. Das interessiert ihn nicht. Gut, genug herumgeblödelt. Wir gehen mal auf das Deck. Warte mal. Wo bin ich denn da hin? Muss ich hier rüber? Ah ja, hier. Nach oben. Geh zu Bug des Schiffes. Erstmal so ein bisschen umschauen. Ist relativ dunkel, hä? Eine finstere Nacht. Das ist kein gutes Omen. Okay, hier komme ich nicht hoch. Hier haben wir die Kajüte vom Captain. Tür der Kapitänskajüte. Erforderlicher Gegenstand, Karte des Captains. Gut, auf zum Bug. Aber so grafisch würde ich mal sagen, sieht es schon mal ziemlich geil aus. Sound und so, ja, kommt bisher auch ganz nice rüber. Gut abgemischt das Ganze. Wettereffekte. Ja, kann man auch so lassen. Also es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ne? So, was haben wir jetzt hier? Karte des Captains, wir haben sie. Dann einmal auf zur Kajüte. Gib den. Ich habe Karte. Was machen damit? So. Nimm den Feuerstein und Stahl. Öllampe. Stahlfeuerstein erforderlich. Was haben wir denn hier? Notiz zu indianischen Artefakten. Auf den Inseln, die wir erkundeten, fanden wir zahlreiche Spuren der indianischen Kultur. Von besonderem praktischem Interesse sind seltsam verzierte Fläschchen mit ungewöhnlichem Wasser drin. Wir fanden zwei absolut identische Flaschen auf zwei verschiedenen Inseln. Beide waren mit Wasser gefüllt. Aus Neugierde habe ich Wasser aus einer der Flaschen getrunken. Es war erstaunlich frisch und lecker. Innerhalb von 2 Tagen begannen alle meine alten Narben zu heilen. Und ich fühlte mich um Jahre jünger, stärker und gesünder. Ich kann nicht aufhören, über das Wasser nachzudenken. Vielleicht sind die Fläschchen irgendwie mit dem jungen Brunnen verbunden. Was, wenn das Wasser des Lebens ist, von dem Guabiana mir erzählt hat? Für alle Fälle werde ich eine Flasche in meine Truhe lassen. Captain John Ponce de Leon. Ponce de Leon. Was in seiner Truhe? Was haben wir hier? So, da haben wir hier den Stahlfeuerstein. Und ich finde es eigentlich ganz cool, bei normalen Survival-Games ist es ja so, dass du irgendwie in eine Welt reingeschmissen wirst. Da hast du auch Tutorial und so, aber hier hast du wenigstens schon mal so eine Story. Das finde ich ganz cool, auch wie es dargestellt ist mit den Bildern und so. Ist nice. Jetzt haben wir auch ein bisschen Licht. Ja, sieht schon geil aus. Kann sich sehen lassen. So, überprüfe das Expeditionslog. Alles klar. Hervorgehobene Einträge. 17. Mai 1513 nach Christus. So, jetzt. Die Mannschaft der Santa Maria streikt wieder. Diesmal war die Mannschaft nicht mit der Entscheidung des Kapitäns einverstanden, ihre wöchentliche Portion Rum um die Hälfte zu reduzieren. Ja, sollte man auch nicht machen, ne? Der Leiter der Expedition, Ponce de Leon, musste wieder einmal von unserem Schiff, der Santiago, auf die Santa Maria übersetzen, um die Mannschaft zu beruhigen. 24. Mai 1513 nach Christus. Wir haben endlich die Inseln erreicht. Die Wissenschaftler haben die indianische Karte noch nicht vollständig entziffert. Deshalb wissen wir nicht, welche Insel wir suchen. Daher befahl uns der Captain, auf jeder Insel anzulegen und dort nach Spuren des Jungbrunnens zu suchen. 28. Mai. Heute haben wir auf einer der anderen Inseln angelegt. Auch dort gab es keinen jungen Brunnen, aber wir fanden ein zweites ungewöhnliches Fläschchen mit indianischen Symbolen drauf. Das Fläschchen wurde auf der Santiago überstellt. Es sieht genauso aus wie jenes, das wir eine Woche zuvor auf einer anderen Insel gefunden hatten. Captain Ponce de Leon war sehr an diesem Artefakt interessiert. 29. Mai. In der Nacht wurde eines der Expeditionsschiffe, die San Cristobal, vom Anker gerissen und von der Strömung mitgezehrt. Offenbar hat die Besatzung die Stärke dieser neuen Strömung unterstützt und sich nicht richtig vorbereitet. Wir bieten um günstigen Wind für unsere Kameraden, damit sie uns so schnell wie möglich einholen können.
2. Juni. Wir haben eine weitere Insel gefunden. Sie ist groß genug, daher gab Pont ihr einen Namen. Insel der Hoffnung. Bei einer flüchtigen Begutachtung vom Schiff aus bemerkte der Kapitän eine interessante Grotte auf der Insel. Er befahl dem Kartografen, sie zu skizzieren, um bei der Besichtigung als erstes zu untersuchen. Sie beschlossen, am nächsten Morgen anzulegen. In der Zwischenzeit wurde uns befohlen, uns von der Küste zu entfernen, damit die vermisste San Cristobal uns sehen kann, falls sie uns heute einholt. So, das war viel Text. Aber es ist wichtig, Hintergrundinformationen zu haben, ne? Grundsätzlich, Wissen ist Macht. Karte platzieren auf der Wette. Oh, soll ich die platzieren? J können wir uns anschauen. Ziehe die Karte auf eine Halterung im Büro des Kapitäns. Oder guckt euch mal den Degen an. Den hätte ich ja gern hier. So, ein Marquiste. Da dürfte auch noch das eine Fläschchen drin sein. So, machen wir die Karte hier auf. Oh nein, was passiert? Gott, oh Gott. Oh. Ah, das gibt eine fette Beule. So wie es aussieht, sind wir in den Sturm geraten. Oh Gott. Oh Gott. Es brennt überall. Kameraden, ich kann euch leider nicht helfen. Ich muss fliehen. Ich muss flüchten. Was ist das hier? Okay, das ist die Karte für die Grotte. Alles klar. Was hat das mit dem Stein hier oben auf sich? Gut, werden wir herausfinden. Wir müssen jetzt erstmal hier raus. Aber bevor wir hier rausgehen, haben wir eine alte Truhe. Und zwar die vom Garten. Und wir können uns jetzt 2 Gegenstände aussuchen, die wir mitnehmen. Was ich persönlich auch ziemlich geil finde, dass wir halt wirklich hier auswählen müssen, welche 2. Wir haben hier einen Lederrucksack. Rucksack immer wichtig. Der bietet uns 11 Inventarplätze. Wir haben hier einen Marienmantel, der uns Schutz gibt vor Wetterbedingungen. Provianttasche. Wasser des Lebens. Wiederherstellung und Gesundheit. Einen Eisenfeuerstein und dadurch haben wir die Chance auf Entzündung von Feuer um 60% erhöht. Eine Axt, Messer, Pistole mit Munition und ein Eisenspeer. So, ich hätte gesagt, auf jeden Fall nehmen wir einen Rucksack mit. Inventarplätze sind wichtig, wir werden jetzt gleich auf einer einsamen Insel landen. Und als zweites wäre eigentlich wichtig, sag ich mal, dass wir so schnell wie möglich Feuer entzünden können. Deswegen wäre der Eisenfeuerstein eigentlich ganz geil. Aber ich habe gerade so ein bisschen Bock, so das Szenario von Jack Sparrow nachzuspielen. Und deswegen nehmen wir eine Pistole mit einem Schuss Munition mit. Falls wir es nicht mehr ertragen, können wir uns selber das Leben nehmen. Und wenn es ist, können wir auch irgendjemanden erschießen. Das machen wir jetzt einfach mal so. Ich weiß, Leute, eigentlich wäre der Eisenfeuerstein wichtiger, aber wir machen das jetzt einfach mal. Just for the fucking fun. Schiff verlassen. Ich sollte so viele Gegenstände aus der Truhe nehmen wie möglich. Okay, beim letzten Mal, wo ich hier kurz reingesippt habe, dachte ich mir, okay, vielleicht kann ich ja den Rucksack schon irgendwie anlegen. Ich habe es nicht hingekriegt, damit wir den Rest auch mitnehmen können, aber so läuft das Spiel halt nicht. Deswegen nur 2 Sachen. Let's go. Raus hier. The storm came out of nowhere. None of us were ready for it. Strong winds and giant waves appeared in a split second and slammed the ship. The sails broke apart and the ship slammed into the reefs. The sailors jumped out of their beds and tried to save the ship, but it was too late. I woke up on a sandy shore. I could not remember how I ended up on this beach, but I was alive and full of hope that my friends were somewhere nearby.
verdammte Sturm. Oh. Aber wenigstens habe ich überlebt, Mann. Oh. Wo sind meine Crewmembers? Alter, das Schiff hat's immer richtig zerdeppert. So, alles klar, Leute. Wir sind jetzt hier am Strand angekommen und ab jetzt beginnt offiziell das Survival. Und ja, so auf den ersten Blick, Leute, sieht das doch schon mal verdammt geil aus. Alles klar, wir folgen einmal den Anweisungen. Finde eine grüne Kokosnuss. Erstmal nehme ich hier mal ein bisschen was auf. Nehme grundsätzlich erstmal alles auf. Wir haben jetzt hier durch den Rucksack, den wir genommen haben, auch ein richtig großes Inventar. Was mir persönlich halt immer auch sehr wichtig ist. Ist das eine Kiste? Ne. Okay. Hier mehr Schatten. Wir müssen hier auch so ein bisschen drauf achten, dass wir nicht zu lange in der Sonne stehen. Denn dann kriegen wir Sonnenbrand, Sonnenstich und dann ist das Ganze auch für den Arsch. So, grüne Kokosnuss gefunden. Wir haben hier eine reife Kokosnuss. Wir haben hier theoretisch auch noch ein paar Kokosnüsse. Also an sich ein bisschen Essen haben wir. Ein Stock, auch immer gut, um Waffen herzustellen. Zweiter Stock, gut, um eine zweite Waffe herzustellen. Und ich glaube... Oh, guck mal hier. Der Krebs. Mr. Krabs and Family. Alle sind da. Geil. Und die Performance ist auch schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ich kann mich nicht beschweren. Und mein Bambus-PC beschwert sich tatsächlich auch mal nicht. Das finde ich ganz geil. So, was haben wir hier? Muschelschale. Nehmen wir auch mal mit. So, gut. Gehen wir wieder in den Schatten. Müssen Acht geben. So, ab in den Schatten und dann können wir mal in aller Ruhe gucken. Also, ich soll Kokosnusswasser craften. Durchstehlen. So, wir gehen mal ins Crafting-Menü. Kokosnusswasser. So, und hier läuft es jetzt immer so ab, ähnlich wie bei My Island, dass wir gewisse Aktionen oder für gewisse Aktionen Zeit benötigen. Das heißt, um jetzt hier Kokosnusswasser zu machen, brauchen wir 10 Minuten, um einmal Kokosnusswasser zu machen. Das machen wir mal. So, 10 Minuten sind vorbei. Und dann haben wir jetzt Wasser. Trinke Kokosnusswasser. Ja, das sollte an sich auch kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Hier, Kokosnusswasser. Essen in dem Fall. Bam. Wir sehen hier unten auch einmal die Anzeige für Hunger, einmal für Trinken, einmal für Stamina und die Lebensanzeige, die jetzt ein bisschen reduziert ist durch eben das Stranden. Wir nehmen hier nochmal gelbe Blätter auf. Bin hier eigentlich relativ gut im Schatten aufgehoben. So, erhöhe den Wert für Essen. Zutaten finden und Essen kochen. Ja, im Grunde habe ich ja hier eine Kokosnuss. Und aus der kann ich dann hier ein bisschen Nahrung und Wasser herstellen. Krieg zwar ein bisschen Verdauungsstörung, aber hey, mein Magen ist es schon gewohnt. So. Der ganze Scheiß, den ich immer fresse, ne? Geh mal einfach davon aus, der Dude, den ich hier spiele, der hat auch immer nur Fastfood gefressen. So, Kokosnuss. Essen. Okay. Erhöhe den Wert noch. Habe ich doch gemacht. Muschelschalen gibt es im Strand und Obstbäume wachsen im Dschungel. Halbwegs stillen. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr fressen. So, grüne Kokosnuss. Gehen wir nochmal auf Crafting. Haben wir hier nochmal Kokosnuss. Ach ne, wir haben keine mehr. Brauchen eine Reife. Okay, das heißt, wir können jetzt hier looten. Und anders als bei anderen Survival Games müssen wir hier nicht die Palme zerhacken, sondern wir klicken einmal drauf und sagen, ey yo, ich gönne mir jetzt mal zum Bleistift einfach nur einmal eine reife Kokosnuss. Ich brauche keine extra Gegenstände oder so, um die zu pflücken, deswegen können wir die einmal ernten. Ach doch, brauche ich doch Gegenstände. Schneider. Okay, dann müssen wir erstmal einen Schneider machen, Leute. Der war hier, Steinschneider. Dafür brauchen wir einen Stein. Wir brauchen einen Stein. Gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen rum.
Und doch Werkzeug, okay. Ist ja kein Problem. Irgendwo hier wird ja Stein rumliegen, denke ich mal. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Sagte er und fand keinen Stein. Alter, hier ist halt echt nichts, ne? Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen so rechts rum. Beziehungsweise hier so ein bisschen. Wo auch Gestein an sich ist. Okay, Ausdauer habe ich wie in jedem anderen Survival-Game so gut wie nichts. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, ich muss ein bisschen auf Ausdauer achten. Kann ja nicht sein, dass hier kein Stein ist. Hier liegen doch überall Steine. Mensch, Spiel, träum dich doch nicht. Okay, ich gehe mal ein bisschen rechts rum. Zu der Crabs Family. Oh, Muschel können wir noch mitnehmen. Oh, Schildkröte, guck mal. Boah, ist die schnell. Gönnt euch mal, wie schnell die ist. Wir nennen sie Speedy, okay? Später werden wir Speedy essen. So traurig wie es ist, wir müssen halt survivalen. Alter, wo krieg ich denn jetzt Stein her? Okay, warte mal. Wir folgen jetzt erstmal ganz normal hier. So, Muscheln. Nahrung und... Ja, okay, das machen wir. Wir essen jetzt erstmal ein bisschen was. Das bringt mir 8 Nahrung darüber. Dann komme ich zumindest schon mal über die 50%. Was ist das hier? Mal essen, bitte. Platz zum Schlafen brauche ich jetzt erstmal. Sammle schmale Blätter. Okay, was haben wir hier? Eine Palme? Wir haben schmale Blätter und gelbe. Wir brauchen jetzt erstmal nur schmale. Interessant wäre es zu wissen, wie viele. Nochmal auf Crafting. Primitives Bett aus Blättern. 5 Stück brauchen wir. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall alle. Investieren 15 Minuten und brauchen aber kein Werkzeug dafür. Das ist gut. Wir brauchen mehr. Und das Gute ist natürlich, dadurch, dass wir jetzt hier nicht mit einer Axt irgendwie draufklatschen, bleibt der Stuff auch und der Loot kommt wieder. Finde ich eigentlich ganz cool. Ist mal ein bisschen was anderes. Muss man dann nicht warten, bis immer alles irgendwie nachgewachsen ist. Klar, man muss auf den Loot dann warten, aber das geht dann schon. So, wisst ihr was? Und ich gehe schon mal ein bisschen auf Vorrat. 25 Minuten investieren. So. Okay, einmal Crafting. Primitives Bett, bitte. So, 30 Minuten dauert schon allein das primitive Bett. Ist halt, was das angeht, wirklich wie My Island. Da gab es leider, ich habe mal vor kurzem geschaut, nicht so viele neue Updates. Ich würde das gerne hier irgendwie unter den Palmen platzieren, tatsächlich. Nee, gab es leider keine Updates, weil ich habe schon mal überlegt, ob ich nochmal eine zweite Runde My Island starte, weil war ja an sich doch ein ganz nettes Spiel. Kam auch ganz gut an bei den Leuten. So, interagieren. Ressourcen platzieren. Dauer des Vorgangs. Schon wieder 30 Minuten. Also ihr seht, die Zeit vergeht hier schnell. Aber okay, ich habe jetzt ein Bett. 6 Stunden schlafen oder mehr. Okay, mach mal. Ja, müssen wir so viel schlafen? Oh, wie viele Stunden waren das jetzt? Na toll. Es ist dunkel, aber... Dafür kriege ich jetzt keinen Sonnenstich mehr und kann mich eigentlich frei bewegen, ne? Baue ein Signalfeuer. Signalfeuer. So, Rauchsignal. Ah, guck, ich habe sogar den Stuff schon. Platzieren. Normalerweise würde ich jetzt wegen Signalfeuer irgendeine ziemlich erhöhte Stelle suchen. Aber als ich das Spiel ja schon mal getestet hatte, wegen Einstellungen und so, bin ich da ganz nach hinten gelaufen und konnte es nicht platzieren. Also wie hier auch, alles rot. Du kannst es nicht auf den Stein platzieren und so. Und deswegen bauen wir einfach hier ein Signalfeuer. Punkt aus. Normalerweise sollte man es ja erhöht bauen, ne? So. Platzieren.
bauen, bitte. E voilà, Rauchsignal ist am Start. Perfekto. Finde einen Stein, ja. Da geht's schon wieder los, ne? Na gut, Leute, würde ich mal sagen, suche ich jetzt mal hier so ein paar Steine zusammen und ich würde mal sagen, ja, wir sehen uns dann. Alter, krass, grüner Rauch. Stell mich mal rein. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. So 2, 3 Folgen werde ich wahrscheinlich machen. So, dann ist die Demo wahrscheinlich auch erstmal durch. Und ja, natürlich bedanke ich mich jetzt bei euch da draußen fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine klitzekleine Bewertung zur Unterstützung meines Kanals da lasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.